Glaubt ihr, der macht da noch einen kompletten Kaminaufsatz drauf? Oh boy, das wäre wild. Wir schauen mal rein. Optimal Shisha-Rauchen von Quiefeife, wie gewünscht in den Kommentaren. Ich kann das SWG-Reaction-Video schon spüren, hat der Dennis geschrieben. Wir gucken mal rein, was Quiefeife hier macht. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Optimal Shisha-Rauchen könnte erstmal relativ viel sein. Wir gucken einfach mal rein. Pfeifen-Video hier auf diesem Channel. Ich habe heute als kleines Einsteiger-Video für euch vorbereitet, ein kleines Pfeifen-Tutorial, wie ich meine Pfeife rauche, wie es bei mir vonstatten geht, bis die Kohlen auch ein Batscha liegen, bis es losgeht mit... Ist schon mal mit Batscha. Ist schon mal mit Batscha. Wenn jemand gerne mit Batscha raucht, alles cool. Wenn jemand mit Kamin rauchen will, so alles cool, könnt ihr gerne machen. Aber optimal, da fällt mir nur ein. Shisha-YouTuber behauptet, optimales Shisha-Rauchen wäre mit Kaminaufsatz SWG reagiert. Wir gucken weiter. Bis die Pfeife angebarzt wird, die Schritte, die ich da vorher... Angebarzt. Durchgehe. Ich werde jetzt gleich die Pfeife zeigen, mit der wir heute barzen. Werde ich den Kopf zeigen, werde ich den Tabak zeigen. Und wünsche euch in dem Sinn erstmal viel Spaß mit diesem richtigen, offiziellen Video. So, Freunde, einsortiges Setup habe ich einmal. Okay, Hukain Drip Bowl am Start mit Alufolie. Lochung sieht okay aus. Alufolie würde ich auf jeden Fall auch machen bei dem Kopf. Ginny Candy Breeze. Ich kann ihn nicht rauchen. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen Bastelkleber. Aber Personal Preference, Leute. Wenn den jemand gerne raucht, gar kein Thema, ne? Aber ja. Candy Breeze von Ginny. Einen normalen Hukain-Funnel. Zur Pfeife, das ist eine Moes. Ja, die kostet so. Moes? So ein bisschen auf Champagner angelehnt, oder was? Das ist eine Moes. Sehr, sehr witzige Aussprache. Also ich will mich nicht lustig machen, ne? Das sollte jetzt nicht... No front an der Stelle. Aber es war so ein bisschen auf die Champagner-Marke angelehnt. Circa 200 Euro. Moes aus Frankreich. Shisha und Tabakläden. Aber sieht nice aus. Ich bekomme von meinem Bruder. Einen sehr schönen goldenen Design, passen auch zum Schlauch und zum Mundstück. Und ihr seht, der Kopf ist noch nicht ready. Ja, den werde ich jetzt nochmal eben sauber machen und danach noch fertig machen. Und dann würde ich sagen, legen wir schon mal die Köhlchen drauf, Kinders, ne? Abwart. So, bei den Kohlen greife ich einfach zu einer One Nation. Ja, das sind eigentlich ganz gute Kohlen, wobei ich sagen muss, die sind mir gestern gebrochen. Ich lege sie mal quer drauf. Das macht jeder Shisha-Liebhaber anders. Also ich lege sie mal quer, weil ich so das Gefühl habe... Wer hat auch diesen Freund... Der dann einfach sagt, so du legst die Kohle flach drauf und so, nee, Bruder, du musst das auf jeden Fall schräg drauflegen, das geht 15 Minuten schneller. Achte darum, dass die Umgebung frei von Blättern ist, damit da wirklich gar nichts passieren kann und achtet darauf, dass ihr die Kohlen dreht, ja, die gut durch sind, keine schwarzen Stellen und dass das Teil hier nicht anbrennt, ne, dass hier nicht das Haus in den Luft geht. Ja. So, Freunde, ihr sucht euch dann ein ausgewähltes Waschbecken, kann im Wäscheraum sein, kann auch im Badezimmer sein. Dann macht ihr erstmal die Alufolie ab. Von alten Kopf. Sogar noch Reinigungstutorial mit drin hier. Und dann habt ihr hier natürlich noch den Rest Tabak. Da würde ich euch empfehlen, einfach mit dem Finger einmal durchzugehen. Ne? Ist ein bisschen eklig. Durch. Ich als Pfeifenliebhaber. Und dann ja, den gut auswaschen. Hier seht ihr nochmal den Kopf. Das ist eine Hukain-Pfanne. Und ja, ich. Komm jetzt! Scheiße! So, ihr seht, der Tabak ist jetzt einigermaßen entleert. Jetzt geht ihr auf die Heißwasserstufe. Also ganz wichtig, schön mit heißem Wasser. Mit kaltem geht nicht, oder wie? Hab ich was verpasst? Okay. Schön mit heißem Wasser. Mit heißem Wasser auswaschen. So. Ruhig auch ein bisschen kratzen, ne? Das Tabakreste muss alles weg. Jetzt wird es sehr heiß. Also, ich mach's auch so: Tabak raus. Drunter unter den Wasserhahn, bisschen durchgehen mit den Fingern und so. Wenn immer noch was festhängt, könnt ihr auch ganz vorsichtig mit so einem Stahlschwamm nochmal drüber gehen. Hilft manchmal Wunder. Das dampft auch gut hier, ne? Es kocht schon meine Hände. Aber ihr seht, der ist jetzt gut sauber. Das trocknen wir jetzt mal ab. Und dazu einfach euer Handtuch, damit ihr auch duscht, weil ihr und Pfeife seid eh eins. Ne? Ja, haben jetzt hier den fertigen Kopf. Ne? Braucht trotzdem
keine Traube Minzreste an dem Handtuch, womit ich mir meinen Arsch abtrockne. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich den Bau, die Löcher platziere. Wir können das auch gerne mal bald mit einem anderen Video machen, mit einem normalen Steinkopf. Und ja, let's go. Also, viele hatten sich auch ein explizites Video gewünscht. Ich zeige es euch jetzt so in dem ganzen Video. Wir haben hier einmal den Kopf, hier haben wir den Tabak und hier haben wir ein kleines Zänkchen, was ich dafür nutze. Und zwar ist das eine, die kann man im Set kaufen, wenn man so ein PS4-Werkzeug kauft. Ja. Und genau, Freunde, wir haben hier den Tabak, wir haben hier den Kopf. Dann habe ich hier immer ein Stück Alufolie. Achso, als Stopfen, okay. So hier rein. Ich frage dich jetzt, warum. Wir haben natürlich im Pfannen ein Loch drin, das heißt... Ganz wichtig, das bleibt beim Rauchen auch drinnen, ne? Das müsst ihr beim Rauchen drinnen lassen, ansonsten kommt kein Rauch. Wir wollen natürlich, dass kein Tabak durchfällt. Durch. Und jetzt machen wir es ganz simpel. Wir holen uns hier mal einzeln immer ein paar Partien raus, ja? Achten darauf, dass nichts irgendwie daneben geht. Und setzen das erstmal ein bisschen auf Krampf, einfach ein bisschen ein, ja? Behaltet immer im... Auf Krampf, einfach. Wenn ihr den Kopf baut, die Kohlen, ne, müssen die gedreht werden, müssen die, scheiße, jetzt mir was runtergefallen, behaltet immer die Kohlen im Kopf. Ne? So, dann setzt ihr es hier immer schön ein, achtet auf. Also ich behalte ja meine Kohle auf dem Kopf. Entschuldigung. Auch darauf, dass ihr nicht zu viel Tabak nehmt, ja. Dass ihr das überall gleichmäßig ein bisschen verteilt. Einfach habt das im Griff da, Leute. Mir fällt jetzt sehr, sehr viel hin. Das ist natürlich ein bisschen auch der Vorführeffekt. Wer kennt ihn? Ja, ich habe jetzt von der Menge her eigentlich gut was genommen. Das ist gut was genommen, Bro. Das ist Abstand sein Urgroßvater. Ich würde sagen, können wir eben abchecken. So viel habe ich jetzt. Ich forme das jetzt alles noch ein bisschen zurecht. Jetzt fällt mir wieder was hin. Das ist ja unfassbar. Ich forme das jetzt noch ein bisschen und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, ich bin jetzt eigentlich fertig. Boah, jetzt nehme ich einmal die Alufolie. Also mein Eindruck davon wäre viel zu flach. Ja, also ich würde da deutlich höher bauen. Das ist ja sogar unter dem inneren Funnelrand und dann sind auch ein paar Sachen so am Rand hoch. Das würde ich auch nicht haben wollen. Das muss eine schöne homogene Masse auf einem Level sein. Und ich würde es ein bisschen höher bauen, so knapp unter die Alu. Aber kommt drauf an, wie viel Hitze ihr dem Ganzen dann gebt oder so. Aber da müsst ihr euch vorstellen, ihr habt bis kurz unter die Alufolie dann den Tabak. Dann geht die Luft in die Alufolie rein, muss durch den Tabak, durch zum Funnelloch und geht dann in euren Kopf. Also geht dann in eure Rauchsäule. Wenn ihr jetzt aber nur bis hier Tabak habt, aber hier euer Funnelloch ist, dann geht die ja voll krass am Tabak vorbei. Und das wollt ihr nicht. Die Luft soll am besten durch den Tabak durchgehen, den Tabak erhitzen, die Molasse verdampfen und die verdampfte Molasse dann in eure Rauchsäule ziehen. Deswegen würde ich sagen, das ist ein bisschen zu flach. Da könnte man wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen, wenn man ein bisschen höher baut. Ich mache es immer ein bisschen fluffig, ne? Also drückt das nicht zu fest dran. Das ist natürlich jetzt nur meine Art, wie ich einen Kopf baue. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die einen oder anderen, die es nicht kennen, gut aufpassen, wenn ihr fahrt. Jetzt wird es kompliziert, jetzt müssen wir Alufolie drauf machen. Hoi, 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 hoi. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann nimmt ihr dann einfach ein bisschen raus. Ah. Ja, dann jetzt. Ja. Ah. Bruh. Sieht zwar nicht so gut aus, aber. Diese Alufolien-Sounds, ey. Ah! So, dann Alufolie. Falten wir einmal. Ne? Einmal falten, dass sie sozusagen. Haushaltsalu, ebenfalls Schmutz. Zweilagige Alufolie habt, macht das ein bisschen glatt. Und dann spannt ihr das schön über den Funnel, ja, also schön auf Spannung. So, ungefähr sollte das aussehen. Ja, das heißt, ihr müsst eine schöne gerade Fläche oben haben. Eine schöne gerade Fläche. Ungefähr so macht ihr das über den Kopf drüber. Natürlich schön zweilagig, ne? Ganz wichtig. Und ja, dann kommen wir die... Wenn es Haushaltsalu sein muss, würde ich 4 Lagen nehmen. Ja, habe ich immer gemacht, lief immer am besten. Trotzdem Empfehlung, ganz, ganz klar Panzeralu kaufen. Brauchst du nur 1 Lage, funktioniert perfekt. Wo ihr dann den Badger drauf tut und... Okay, ich habe ja vorher gesagt, er raucht mit Badger, was scheiße ist. Aber er benutzt dann sehr wahrscheinlich natürlich nur das Sieb, was dann gut ist, ne? Obwohl, nee. Glaubt ihr, der macht da noch einen kompletten Kaminaufsatz drauf? Oh boy, das wäre wild. Dann Abfahrt. Ich muss dazu sagen, jeder platziert seine Löcher anders. Das ist Warte. Selbst überlassen. Mir fällt da noch was ein.
Achtung, Achtung, Shisha-YouTuber benutzt Alufolie auf Funnel und dann einen Kaminaufsatz. Achtung, Achtung, ich wiederhole, Kaminaufsatz auf Alu auf Funnel. Oh mein Gott, send help, please, send help, fast. Hey, Junge. Ich habe jetzt meine Taktik, wie ich es mache, ich gehe zweimal rum und mache dann noch ein paar Zwischendinge. Aber ja. Ah, perfekt, Digga. Komm nicht mehr rein, warum? Und da seht ihr den Nachteil von Haushaltsalu. Also, wenn ihr mit Alufolie rauchen wollt, ist ja gar kein Ding. Nehmt euch Panzer-Alufolie. Spannt die nur leicht vor. Ihr legt die drüber so leicht, leicht vorspannen, aber nicht wirklich komplett. Dann macht ihr eure Lochung, weil dann geht die Alufolie immer nochmal von Spannung auf so ein bisschen konkav. Und dann spannt ihr nochmal nach, weil dann sitzt das Ganze wieder ordentlich. Vielleicht spannt er auch nochmal nach, aber er hat vorher, hier unten sieht man es, schon sehr, sehr krass gespannt und das hätte er in dem Fall dann nicht machen müssen. Das ist natürlich klar, aber jetzt haben wir hier einen sehr großen. Mal gucken, ob sich das beim Rauch gleich... Okay, es ist nicht gut platzierte Löcher. Ihr seht auch, die Spannung ist nicht mehr so gut da. Also Löcher sehen wirklich nicht nice aus. Da geht mehr. Ihr seht auch, die Spannung ist nicht mehr so gut da. Normalerweise würde ich es nochmal anders machen. Aber da wir jetzt auch schon die Kohlen drauf haben, lasse ich das jetzt erstmal so. Aber so ungefähr sollte dann euer Kopf aussehen. Wenn das, ne? Und jetzt würde ich sagen... Wir platzieren den auf die Pfeife und drehen mal die Kohlen. Genau, Leute, das gute Stück. Ne? Kennt ihr alle. Thank God. Wir müssen nochmal in die Zentrale telefonieren. Nope. Kommt jetzt einfach mittig hier drauf. So. Zack. Leider jetzt nicht so gut geworden. Ich muss die Pfeife auch provisorisch jetzt hier auf den Boden hinstellen. Ich zeige jetzt mal eben, ihr seht jetzt passend zur Pfeife. Das Mundstück sieht nice aus. So, da haben wir die Kohlen, bitte. Oh, bruh. Digga. Junge, ich krieg ja heavy anxiety, wenn ich sehe, wie er drei Kohlen da trägt. Und da hinten dran dieser Flauschteppich. Junge, der Teppich sieht so nice aus. Und dann trägst du drei Kohlen so. Alter. Leg die erstmal hier auf den Teller. Nein. Ihr legt die in den Kohlekorb. Please. Please. Diese schön. In die Ecken, wo ihr die Löcher gemacht habt. Zack. Zack. So, dann schließt ihr ganz langsam den Schlauch an. Wartet vielleicht eine Minute, bis er ein bisschen... Ganz langsam den Schlauch anschließen. Ganz langsam, das ist wichtig. ...heiß wird. Und dann bart ihr das Ding mal richtig an. Ja, meine Freunde, kommen wir dann zu einem Prozess, den viele von euch gar nicht so gut abkönnen. Erstmal ganz wichtig, habt ihr den Kohlegrill ausgemacht? Top. Habt ihr das Fenster vor? Ich jetzt nicht. Macht's vor. Kohlenstoffmonoxid, giftig, wir sterben. Ich hab die Kohlen jetzt gut 30 Sekunden drauf und würde sagen, wir barzen das Ding jetzt mal an. Klar, viele von euch mögen es nicht, den Kopf anzubarzen. Viele von euch mögen es nicht, wenn man barzen sagt. Richtig. Macht es, trainiert ihr die Lunge mit und übrigens alles hier ab 18, ne? Sollte sie unter 18 sein, schaltet bitte ab. Super. Wenn ihr ein bisschen aus der Puste seid, macht es nichts, denn dann könnt ihr besser anbarzen. Ich fange jetzt mal an. Genau, für den ersten Zug ist das schon mal sehr gut. Okay, ich muss den Tabak da sehr reinschallern. Aufpassen, Kinder. Nee. Mhm. Ja, jetzt die Pfeife, Freunde. Ich rauche jetzt mal genüssig an, dann sage ich noch ein, zwei Worte. So, Freunde, ich habe die Pfeife jetzt angeraucht. Ich kann mal eben die Rauchentwicklung zeigen nach den ersten Minuten. Ist doch nicht so krass, aber für den Anfang passt schon mal. Und da sich auch über viele Fragen her, wie machst denn du Ringe? Ne, Ringe, Freunde, ist ein Prozess, falls ihr noch nicht so weit Pfeife habt. Ist ein Prozess, das stimmt, ja. Aber es kommt mit der Zeit. Und falls ihr Bock habt auf ein Ring-Tutorial, das heißt, Kerl, zeig uns doch mal, wie du Ringe machst. Wie funktioniert das? Schreibt es in die Kommentare, Freunde, dann kommt das vielleicht. Ich kenne da ein gutes Video. Shisha Wiggy hat da so ein Tutorial, wie man Ringe macht. Das ist, das gucken sehr viele Leute, kann ich nur empfehlen. So, und die Pfeife ist angeraucht, Freunde. Jetzt heißt es genießen. Ein, zwei Tipps. Strongly disagree, Digga. Ich weiß noch, weil ich jetzt nicht so lange filmen werde, aber wenn ihr seht, die Kohle wird ein bisschen aschig, dann ascht ihr die einfach ab, pustet die ab, wie auch immer. Ich habe hier zum Beispiel bei der Pfeife noch ein Gewinde. Und das kann man ein bisschen aufdrehen. Das heißt, man kann reinpusten, dann geht der Rauch aus der Bowl raus. Das heißt, falls, keine Ahnung, verbrannt schmecken sollte, was hoffentlich nicht bei euch vorkommt, dann pustet ihr bei der Pfeife jetzt zum Beispiel
rein und ja, hab dann wieder nur den frischen Rauch, dreht es einmal wieder zu. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit diesem ersten Pfeifenvideo. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen einen kleinen Einblick geben, wie es bei mir abläuft, wie ich eine Pfeife rauche. Übrigens vielleicht ein bisschen kurz zur Information. Wir haben es 11 Uhr, das heißt, um 11 Uhr wird der erste Kopf hier gekickt. Schade. Aber ja, so schade. Safe, Digga. Schade. Schreibt in die Kommentare, was für Videos wollt ihr sehen. Ich bin direkt down für. Checkt den Vlog von heute ab auf Kavi Kylo. Ist unten verlinkt. Und da freue ich mich, dass ihr hier seid. Lasst ein Abo da. Kuss. Also, Setup deutlich besser als bei den meisten Plebs, die zum ersten Mal ein Video rausprimieren. Das ist die beste Pfeife auf der ganzen Welt. Hast du schon mal besser gemacht. Noch ein bisschen höher bauen, Lochung noch ein bisschen schöner machen und dann ist das schon sehr, sehr nice. Deine Pfeife ist nice, dein Kopf ist nice, du rauchst mit einem Funnel, was mir schon mal sehr sympathisch ist. Top, soweit. Aber so ein paar Kleinigkeiten würde ich noch anders machen. Ich hatte es ja vorhin erzählt, hier mit ne, so und so viel Abstand und Funnelloch und Luft reinziehen, bla 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 bla. Ich würde sagen, das ist genau der Grund, warum die Rauchentwicklung jetzt nicht so krass ist. Ne? Also würde ich das jetzt sehen, würde ich persönlich mir denken, Brudi, ich brauche langsam einen neuen Kopf. Aber ansonsten echt kein schlechtes Video und vor allem Video-Handwerk-mäßig sehr nice gemacht, konnte man sich sehr gut angucken. Wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Pfeifen-Know-how draufkommt, vielleicht noch ein bisschen anderes Setup, ein bisschen anderer Kopfbau, kann das sehr nice werden. Also Props auf jeden Fall an Kavi Pfeife oder Kwi Pfeife.